Ja, hallo. Heute geht es um das Thema Reifen, speziell in dem Fall um Schlauch oder Tubeless. Ja, in meinem oder auf meinem Hardtail fahre ich derzeit noch Schlauch. Auf meinem Fully fahre ich im Moment Tubeless und ja, ich denke mal, die Frage ist somit einer der diskutiertesten Fragen überhaupt in den Foren. Ja, was fährt man? Fährt man Schlauch? Fährt man Tubeless? Wie gesagt, ich habe zwei Räder, zwei unterschiedliche Varianten, zwei unterschiedliche Philosophien. So 100% sicher bin ich mir noch nicht. Mir gefällt Tubeless auf dem Fully, weil man da relativ wenig oder weniger Luftdruck fahren kann wie mit einem Schlauch. Bei dem Hardtail habe ich es bisher noch nicht gemacht, weil ich da auf wenig Luftdruck nicht unbedingt angewiesen bin. Ich habe in dem Hardtail immer ein bisschen mehr Luftdruck drin, also jenseits der 2,5 bar. Bei dem Fully auch schon mal gerne darunter. Die Frage, wie gesagt, stellt sich Tubeless oder Schlauch? Ist die Antwort vielleicht Turbolito? Und da habe ich ein Paket zum Testen aus Österreich bekommen, relativ neu und junge Firma. Wie gesagt, zwei Mann Firma noch und die stellen ultraleichte Schläuche her aus Thermoplast, sind ungefähr 65% leichter als ein normaler herkömmlicher Kautschukschlauch. Durch das spezielle Verfahren gibt es hier keine Nähte mehr, wodurch er nochmal um das Doppelte robuster sein soll als ein normaler Schlauch und soll Fahreigenschaften haben, ähnlich wie bei Tubeless. Und ja, das will ich heute mal ausprobieren, beziehungsweise erstmal montieren und dann über die nächste Zeit mal testen. Und dann werde ich irgendwann im Vergleich auch nochmal auf dem Hardtail ebenfalls Tubeless fahren, um dann das Ganze rund und komplett zu kriegen. Okay, dann schauen wir uns mal die Schläuche an. Hier haben wir zweimal die Schläuche, 26 Zoll, das ist schon mal gut. Ich fahre ja noch zweimal 26 Zoll und da steht schon direkt drauf, hier oben 78 Gramm. Ja, ich werde es gleich mal nachwiegen und dann mal zu einem normalen Schlauch vergleichen. So sieht er also aus. Ganz normales RV-Ventil. Ach so, hier gibt es, also es ist anscheinend ein Kunststoffventil an der Stelle, kein metallisches. Und das wird dann an der Felge mit so einem Gummiring, mit einem O-Ring befestigt, fixiert. Da bin ich mal gespannt, ob das hält. Ob das nicht über die Kappe abfliegt. Ja, mal schauen. Ja, also man sieht, hier gibt es eine Schweißnaht. Also der wird anscheinend im Schlauch produziert, auf Länge geschnitten und dann nahe des Ventils hier vorne, weiß nicht, ob man es hier so sehen kann, wird er einmal geklebt. Hier gibt es so eine. Ja, eine Falzt, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber so, ja, fühlt sich auf jeden Fall wesentlich härter und stabiler an wie ein normaler Kautschukschlauch. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, dann wollen wir das Ganze mal wiegen. Also da ist noch ein Gummi drum. Ich lasse es jetzt mal drum, weil sonst geht er mir auseinander. Aber man sieht, das ist zwar nur eine alte herkömmliche Küchenwaage, aber die schlägt trotzdem nicht aus. Also das ist jetzt nicht so viel, nicht, dass irgendwann böse Zungen behaupten. Tatsächlich, das ist jetzt schwerer oder leichter. Oh, da haben wir wieder ein Gramm. 77 Gramm. Das ist wenig. Ich jetzt nur mal zum Vergleich. Aber der Vergleich ist jetzt noch nicht repräsentativ. Ein 27,5 Zoll Schlauch auf. Das ist. Ja, fast das Doppelte, 145 Gramm, Entschuldigung. Ja, ich montiere mal das Ganze. Genauso wie ich fahren wahrscheinlich viele, die auch Tubeless fahren.
immer noch mit einem Ersatzschlauch mit. Oder nehme immer noch im Rucksack einen Ersatzschlauch mit. So habe ich es natürlich auch. Das ist natürlich für diesen Turbolito auch ein Riesenvorteil. Er ist A, sehr platzsparend und B, wiegt er auch noch wenig. Ja. Ich werde jetzt nochmal eben den 1,26er Kautschuk zusammenfriemeln und dann mal als Packmaßvergleich daneben legen. Also hier sieht man es ganz deutlich, wie groß letztendlich der normale Kautschukschlauch ist und wie klein im Vergleich der Turbolito-Schlauch ist. Und gut, zugegebenermaßen, er ist jetzt schon einmal Gebrauch gewesen. Der normale herkömmliche Schlauch lässt sich dann nicht mehr so schön zusammenfalten wie jetzt vom Werk, wenn er direkt aus der Produktion kommt. Aber ich denke mal, trotz alledem, ja, es ist schon erstaunlich, ja, wenn man jetzt sieht, wie klein oder wie groß der Unterschied ist. Ich denke, das wird jetzt nicht besonders spannend sein, nicht anders wie bei einem anderen Schlauch auch. So. Das ist fertig mit dem O-Ring. Jo. Müssen wir mal schauen. Ne? Kappe drauf. So, das andere mache ich auch noch mal eben und dann bauen wir es an. Ja, also die Reifen sind wieder drin. Ich bin gespannt, wie sie sich fahren lässt und dann werde ich zu gegebener Zeit oder sobald ich mal was weiß, werde ich mal was posten oder was schreiben bei mir auf der Homepage. Schaut da einfach mal vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!